Ein Schneidelwald. Seine Bäume sind von gedrungenem Wuchs und reich an Höhlen für Tiere. Bei der Schneidelwirtschaft, wie sie hier betrieben wird, schneidet oder hackt man regelmäßig Äste ab, damit Schafe und Ziegen sich an den frischen Blättern gütlich tun können. Schneidelwälder waren früher weit verbreitet, auch in Deutschland. Längst ist diese Form der Waldnutzung aus den meisten Teilen Europas verschwunden. In den thrakischen Rhodopen, an entlegenen Stellen, wird sie bis zum heutigen Tag ausgeübt.